Vielen Dank, lieber Herr Sinn, lieber Herr Winter, für die Einladung, hier heute zu sprechen. Ich fürchte, ich bin diejenige hier heute am Abend, die am wenigsten direkt über Hans Möller sagen kann. Aber ich habe mit großer Freude wahrgenommen, dass einige der Punkte, die ich mir ausgesucht habe für den heutigen Abend, eine sehr schöne Brücke schlagen zu dem, was Sie gerade vorgestellt haben, Herr Borchert. Viele Dinge waren mir gar nicht so bewusst. Ich werde versuchen, auch in dem Vortrag ein wenig darauf einzugehen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, wie ich mich immer freue, hier in München zu sein. Und ich hoffe, dass ich Ihnen keinen zu sperrigen Titel des Vortrags mitgebracht habe, nämlich die internationale Dimension makropotenzieller Politik. Es ist warm heute Abend und ich bin die letzte Rednerin hier. Also ich werde versuchen, das Thema so zu gestalten, dass Sie hoffentlich etwas von diesem sehr, wie ich finde, spannenden, auch in vielerlei Hinsicht risikoreichen Politikfeld mitnehmen. Und ich werde es ein bisschen auch anbinden an das, was wir gerade gehört haben. Ich habe mich gefragt, in dem Manuskript, von dem eben die Rede war, dem handschriftlichen Manuskript von Hans Möller mit Bleistift geschrieben, ob das der Begriff makropotenzielle Politik ist darin ganz sicher nicht vorgekommen, weil es ein neuer Begriff ist, den wir so nicht kennen. Aber ich versuche, ein bisschen Hinweise darauf zu geben, dass wir vielleicht auch in der Vergangenheit, in der Wirtschaftsgeschichte Instrumente eingesetzt haben, die eine Ähnlichkeit haben mit dem, was wir heute tun. Vielleicht ergibt sich dann auch die Gelegenheit, über diese Dinge noch zu sprechen. Aber ich werde überhaupt erst mal sagen, für diejenigen im Raum, die sich jetzt nicht täglich mit dem Thema makropotenzielle Politik beschäftigen, etwas einzugrenzen, um was es hier überhaupt geht, und Sie dann auch hoffentlich davon zu überzeugen, dass wir es hier mit einem sehr wichtigen, sehr spannenden Politikfeld zu tun haben, was auch eine sehr bedeutende internationale Dimension hat. Also auch auf die werde ich eingehen. Ja, was ist makropotenzielle Politik, oder einen Schritt weiter vorne, was ist die Aufgabe makropotenzieller Politik? Die Funktionsweise des Finanzsystems zu gewährleisten. Und hier denken wir typischerweise, ich denke, so ist es auch in den Lehrbüchern zur Zeit Hans Möllers gewesen, wir denken typischerweise an so Dinge wie die Kreditvergabe von Banken, das Einsammeln von Einlagen, Ersparnissen der privaten Haushalte. Aber hier geht es im Kern auch um sehr fundamentale Aufgaben des Finanzsystems, nämlich den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten. Ein wenig haben wir ja eben davon gehört, dass das auch genau die Themen gewesen sind, mit denen der Beirat und seine Vorläufer sich beschäftigt haben. Ich glaube, das ist in Zeiten, die sehr viel stärker durch Krisen geprägt sind, sind das Dinge, die sehr viel wichtiger sind in der Wahrnehmung, auch in der wirtschaftspolitischen Beratung, als sie sind, wenn sozusagen die Konjunktur normal läuft, das Wachstum normal läuft. Ich glaube, dann denkt man über diese Dinge weniger nach. Also wenn ich hier sage, es geht um die zentralen wirtschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Funktionen des Finanzsystems, dann müssen wir uns auch mehr darunter als eben das, was in unseren üblichen Lehrbüchern steht. Sehr allgemein gesprochen, wann ist ein Finanzsystem stabil, oder wie würden wir es charakterisieren? Was sind die Dinge, nach denen wir dann auch suchen, wenn wir Analyse von Stabilität von Finanzsystemen durchführen? Sind zunächst mal natürlich die Anreize. Wir Ökonomen denken sehr viel über Anreize nach, und je geringer die Fehlanreize sind, je geringer Anreize sind, Risiken einzugehen, desto stabiler ist ein System. Und diese Anreize können ganz unterschiedlicher Art sein, die können aus der Regulierung kommen, die können auch mit einem Niedrigzinsumfeld zusammenhängen. Darüber wird ja im Moment sehr viel gesprochen, ob die niedrigen Zinsen, die wir aus verschiedenen Gründen haben, nicht Anreize bieten, risikoreich zu investieren. Die Anreize sind das eine. Die zweite Frage, die wir uns dann stellen, ist, wie groß sind denn die Puffer im System? Wie gut wäre denn ein System in der Lage, wenn Investoren sich verspekuliert haben? Das wird immer passieren, das ist auch der normale Gang der Dinge. Es geht hier natürlich nicht darum, sämtliche Risiken aus dem System zu nehmen oder Volatilitäten zu reduzieren. Aber die Frage ist, was passiert, wenn es zu Fehlinvestitionen gekommen ist, wie groß sind die Risikopuffer im System, wie groß ist das Eigenkapital, was im System ist. Das ist eine zweite ganz wichtige Säule von Finanzstabilität, dafür zu sorgen, dass eben ausreichende Puffer da sind für den Fall, dass die Dinge sich eben nicht so positiv entwickeln, wie man es erwartet hat. Ja, und diese beiden Dinge, jetzt, das ist sehr verkürzt zusammengefasst, ich werde gleich noch ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, um was es hier in diesem Politikfeld geht. Diese beiden Dinge zu sichern, die Stabilität des Finanzsystems zu sichern, das ist die Aufgabe makropotenzieller Politik. Im Gegensatz
zu der mikropotentiellen Aufsicht über die Banken, die jetzt mal aus Sicht der Bundesbank gesprochen, wir auch mit durchführen, hier auch sehr praktisch vor Ort, die sich um die Stabilität einzelner Institute kümmert. Hier geht es darum, die Stabilität des gesamten Finanzsystems im Blick zu haben. Also eine wichtige Aufgabe, aber natürlich muss man wie bei jedem Politikfeld, und ich denke genau diese Diskussionen sind auch im Beirat immer wieder und wieder geführt worden, warum intervenieren wir denn überhaupt in die Märkte, warum lassen wir nicht einfach den Marktkräften ihr freies Spiel, warum besteht Notwendigkeit aus politischer Sicht einzugreifen, also warum ist überhaupt diese makropotentielle Aufsicht nötig. Den einen Grund hatte ich gerade schon genannt, wir haben eben ein Aufsichtssystem natürlich etabliert, dafür gibt es auch viel theoretische Begründung, wir haben ja eben auch sehr schön gehört, dass jeder wirtschaftspolitische Eingriff einer theoretischen Begründung bedarf. Es sind sehr, sehr viele gute Gründe dafür, warum wir das einzelne Institut regulieren, Vorschriften machen, was das Eigenkapital angeht, was die Liquidität einzelner Banken angeht. Aber wir gehen eben jetzt in diesem neuen Politikfeld noch einen Schritt darüber hinaus und sagen, möglicherweise ist es notwendig, nicht nur das einzelne Institut im Blick zu haben, möglicherweise können wir eben auch Ansteckungseffekte auf das gesamte Finanzsystem haben. Diese Ansteckungseffekte zu reduzieren, das ist die Aufgabe makropotentieller Politik, weil eben Krisen mit sehr hohen Kosten verbunden sind. Ich gehe mal gleich eine Seite nach vorne, um das ein bisschen zu illustrieren. Dann kommen wir noch mal zu dieser Folie zurück. Bei Herrn Sinn habe ich überlegt und mich jetzt fast ein bisschen entschuldigen muss, dass ich nicht die alte Technologie verwende und Ihnen das sozusagen per Hand aufschreibe. Aber ich glaube, Sie würden nicht sehen wollen, dass ich Ihnen das jetzt alles anschreibe. Also von daher, glaube ich, sind wir effizienter mit der neuen Technik. Also, warum sind Finanzkrisen oder Instabilitäten im System insgesamt so teuer gesamtwirtschaftlich? Einerseits, weil wir eben sehr hohe Output-Verluste haben, also Verluste an Produktion, an realwirtschaftlichem Output im Zusammenhang mit Krisen. Hier sind Daten abgetragen, wie sozusagen der Output-Pfad unter den langfristigen Trend fällt oder gefallen ist in einigen Ländern, die von Finanzkrisen betroffen waren, die USA, Deutschland, Irland, Japan zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich. Das können Sie alles unterschiedlich rechnen, wie groß nun diese Output-Verluste sind, aber es ist ein sehr klarer Befund in der Literatur, dass Krisen sehr teuer sind und eben über das hinausgehen, die Kosten über das hinausgehen, was wir in einem typischen Konjunkturzyklus erwarten würden. Der zweite Grund, warum Krisen teuer sind für uns gesamtwirtschaftlich, ist, dass die Verschuldung, das ist eine sehr starke Verlagerung der Schulden von den Banken, also vom Finanzsektor auf den Staat gegeben hat, jetzt in der Krise mit allen möglichen Schwierigkeiten, die das bedeutet, die es bedeuten würde, würde eine neue Krise entstehen, würde es notwendig sein, fiskalisch zu stabilisieren, die Möglichkeiten dafür begrenzt sind. Die Staaten haben insgesamt natürlich weniger Ausgabenspielräume, wenn die Verschuldung hoch ist. Und das sehen Sie hier eigentlich für alle Länder. Ich habe Ihnen hier einige beispielhaft abgetragen. Griechenland ist natürlich ein ganz extremer Fall. Aber wir haben es in vielen anderen Ländern gesehen, dass sich eben Risiken von dem Finanzsystem auf den Staatssektor verlagert haben durch das Intervenieren in der Krise. Wir könnten noch viele andere Beispiele bringen für die Kosten von Krisen. Aber ich glaube, es ist sehr klar, dass diese Kosten sehr real sind. Jetzt bin ich wieder etwas zurückgegangen auf die Frage, naja, letztlich, wenn, ich habe ja schon gesagt, also nur eine Schieflage einer einzelnen Bank ist nicht das, was uns besorgen würde aus gesamtwirtschaftlicher, aus Finanzstabilitätssicht, aber es kann eben passieren, dass die Schieflage einer einzelnen Bank, eines einzelnen Bereichs des Finanzsystems das gesamte System in Mitleidenschaft zieht. Und ich habe Ihnen hier einmal die Definition von Martin Hellwig zu diesen möglichen Ursachen für Ansteckungseffekten mitgebracht. Zunächst mal kann es natürlich einfach sein, dass eine Schieflage in einem Bereich des Finanzsystems aufgrund von direkten vertraglichen Verflechtungen dazu führt, dass andere Bereiche auch in Schieflage geraten. Das ist etwas, was wir theoretisch messen können, wo wir bessere Statistiken haben könnten, um diesen Effekt zu erfassen. Vermutlich ist der zweite Effekt empirisch der wichtigere, dass wir eben auch Informationseffekte haben.
wenn Geschäftsmodelle ähnlich sind, wenn viele Anleger in ähnliche Anlagen investiert haben, es da zu einem Preisverfall kommt, Abschreibungen vorgenommen werden müssen, die Verluste realisiert werden müssen, dann ist das ein Hebelmechanismus, der vermutlich wichtiger ist als der, der über direkte Ansteckungseffekte läuft. Und hier ist es natürlich so, dass wir nach wie vor in einer Situation sind mit sehr stark international integrierten und vernetzten Finanzmärkten. Also das Thema, da werde ich gleich drauf kommen, das Thema internationale Politikkoordination oder die Diskussion darüber, wie können diese Instrumente, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, angewandt werden, die spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil über diesen internationalen Kapitalverkehr eben Ansteckungseffekte entstehen können. Bevor ich aber auf die Frage komme, welche Instrumente haben wir denn überhaupt, um mit diesen Dingen umzugehen, um die Gefahr systemischer Krisen zu reduzieren? Wie sieht es mit internationaler Koordination und Zusammenarbeit aus? Möchte ich gerne einmal 100 Jahre zurückblenden oder ganz grob eben, weil das ja auch der Zeitraum ist, der uns heute hier im Leben von Hans Möller beschäftigt. Und es gibt ein paar ganz interessante Fakten, die ich Ihnen einfach zeigen möchte. Wird sehr unvollständig sein. Ich bin fast gar nicht sicher, ob ich vor den Augen des Wirtschaftshistorikers hier standhalten werde, aber ich versuche es einfach mal, um einfach uns ein bisschen Gefühl dafür zu verschaffen, dass viele der Dinge, die wir heute diskutieren, zwar anders genannt werden, nämlich makropotentielle Politik, aber gar nicht so anders sind, wenn wir sie im historischen Kontext sehen. Was wir hier einfach mal gemacht haben, ist, es gibt eine sehr schöne Studie von Rajan und Singhales. Rajan, der beim Internationalen Währungsfonds gearbeitet hat, Gouverneur der indischen Notenbank. Es gibt ein Papier, das nennt sich The Great Reversals, also die große Umkehr, in dem sie sich ansehen, wie waren die Finanzmärkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt und auch integriert und wie sieht es denn heute aus? Und hier sind einfach mal ein paar Indikatoren, die wir dann fortgeschrieben haben, noch an den aktuellen Rand. Was Sie hier sehen, sind die Einlagen bei den deutschen Banken, also als ein Maß für den Grad der Intermediation durch das Bankensystem im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und ich hätte, bevor wir uns die Daten genau angucken, ich Ihnen gesagt, naja, das hat so einen U-förmigen Verlauf gegeben und ich war sehr beeindruckt davon, dass es wirklich jetzt sogar aktuell, jetzt muss man gucken, ob die Daten wirklich vergleichbar sind, in einem ähnlichen, wenn Sie so wollen, Entwicklungsstand des Finanzsystems oder in einer ähnlichen Größenordnung bei der Intermediation sind, wie wir es vor 100 Jahren waren. Also wenn man nur mal diesen Indikator nehmen würde, natürlich ist vieles andere ringsherum passiert, sieht es sehr ähnlich aus. Zweite Frage ist ja nicht nur, wie groß ist das Bankensystem, sondern auch, wie sind denn die Märkte außerhalb des Bankensektors entwickelt? Wie viel Eigenkapital können zum Beispiel die Unternehmen über die Märkte aufnehmen? Hier haben wir diese blaue Linie, das ist die Aktienmarktkapitalisierung relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Also auch hier wieder dieser U-förmige Verlauf, also ein Zurückgehen der Entwicklung der Märkte in der Kriegszeit, in der Zwischenkriegszeit, der Nachkriegszeit auch. Und dann eben dieser Anstieg der Ausbreitung der Finanzmärkte. Heute sind wir da auf einem höheren Niveau als vor 100 Jahren, aber es sieht doch relativ ähnlich aus. Bei der gelben Linie waren wir uns da nicht mehr so ganz sicher, ob wir wirklich nicht Äpfel und Äpfel miteinander vergleichen. Das ist die Finanzierung, die Unternehmen, also der Anteil der Investitionen, die Unternehmen über Eigenkapital finanzieren. Aber auch da sehen Sie einen ähnlichen Verlauf. Also wir denken zwar immer, heute ist alles anders oder this time is different, aber so sehr viel anders ist es eigentlich gar nicht. Ein bisschen schwieriger wurde es dann, als wir versucht haben, die Integration in internationalen Kapitalverkehr uns anzusehen. Da gab es dann aus der Vorgängerstudie den Leistungsbilanzsaldo. Das ist die gelbe Linie, die natürlich jetzt sehr viel höher liegt als vor einigen Jahren noch. Die anderen Linien sind ein bisschen unterbrochen, deswegen möchte ich jetzt vielleicht gar nicht so stark darauf eingehen. Aber hier gibt es auch diesen U-förmigen Verlauf, also das Abschotten, den geringeren Integrationsgrad der Märkte in der Kriegszeit, Nachkriegszeit und dann den sehr starken Anstieg der Integration am aktuellen Rand. Jetzt habe ich angefangen, über Krisen zu sprechen und habe Ihnen verdeutlicht, wie hoch die Verluste aus Krisen sein können. Und ist natürlich die Frage, wie bringen wir sozusagen diese historischen Erfahrungen mit Krisen zusammen? Oder andersherum gefragt, hat denn die Integration der Märkte etwas mit der Wahrscheinlichkeit zu tun, dass Krisen stattfinden? Hier
zitiere ich jetzt sozusagen Daten aus einer Studie von Reinhard und Rogoff. Das ist genau diese Studie, this time is different oder eben heute ist es nicht anders, die zeigt, dass in der Tat Bankenkrisen sehr häufig in Phasen entstanden sind, in denen sich die Märkte sehr stark integriert haben. Also es gab zunächst diese Integration der Märkte, dann die Krisen, dann das Abschotten. Das ist sozusagen auch ein Verlauf, den wir sehr häufig in den Daten finden. Ob das ursächlich ist oder nicht, dazu ist jetzt erstmal noch nichts gesagt, aber es gibt zumindest einen Zusammenhang zwischen Integration und der Wahrscheinlichkeit, dass Krisen eintreten. Das haben sich, und jetzt komme ich wieder etwas stärker auf das Thema makroprudentielle Maßnahmen, makroprudentielle Politik. Diese Frage, wie sind denn in der Vergangenheit, und hier ist noch ein sehr viel weiteres Zeitfenster gewählt worden, nämlich die vergangenen 400 Jahre, wie sind denn in der Vergangenheit Krisen entstanden und wie ist die Politik damit umgegangen? Diese Frage haben sich Markus Brunnermeier und Isabel Schnabel in einer sehr interessanten Studie gestellt. Die gehen also sehr, sehr differenziert durch unterschiedliche Krisenepisoden und sehen sich an, wie hat denn damals auch die Politik reagiert? Haben wir da vielleicht so etwas Ähnliches gehabt wie makroprudentielle Maßnahmen? Und sie finden in der Tat, dass, ich habe mal zwei Beispiele hier herausgenommen, die Gründerkrise Ende des 19. Jahrhunderts, die Aktienkrise Anfang des 20. Jahrhunderts, da hat es durchaus Maßnahmen gegeben, die dem vergleichbar sind, was wir heute tun. Zunächst mal sehr starke Kommunikation der Notenbanken, die darauf hinweisen, dass es hier eine blasenhafte Entwicklung geben könnte. Zugang zur Refinanzierung über die Notenbank ist ein, nicht unbedingt die makroprudentielle Maßnahme erster Wahl, aber ist eine Politikantwort gewesen. Und ein Ergebnis eben aus dieser Studie ist auch, dass die Kosten von Krisen umso höher gewesen sind, je stärker die Investitionen zuvor kreditfinanziert waren und je später eingegriffen wurde. Also das ist sehr stark ein Hinweis darauf, dass man frühzeitig handeln muss und frühzeitig auch Maßnahmen ergreifen muss, wenn man sieht, dass es hier zu Schieflagen kommt. Frühzeitig eingreifen heißt aber auch, man muss Instrumente in der Hand haben, mit denen man mögliche krisenhaften Entwicklungen begegnen könnte. Ich möchte hier kurz drei Instrumente vorstellen und dann etwas dazu sagen, wie wir diese Instrumente im Moment international anwenden, welche Gremien hier zuständig sind. Ich gehe mal vielleicht gleich auf die einzelnen Instrumente. Zunächst mal, das hatte ich im Grunde genommen eben schon gesagt, mehr Eigenkapital im System ist ein Politikinstrument, was nicht nur die einzelne Bank stabiler macht, sondern auch das System insgesamt stabiler macht. Wir denken im Moment sehr stark darüber nach und es gibt auch eine Reihe von internationalen Vereinbarungen, eben das Eigenkapital im System zu erhöhen und insbesondere von großen Banken höhere Eigenkapitalpuffer zu fordern als von kleineren Banken, einfach weil wir wissen und in der Krise gesehen haben, dass größere Banken die Stabilität des Finanzsystems gefährden können über ganz unterschiedliche Kanäle, über ihre Größe per se, über ihre internationale Vernetzung oder auch dadurch, dass es eben Fehlanreize in diesem Bereich gibt. Und hier ist wieder ein sehr schönes Beispiel für die theoretische Fundierung dieser Maßnahme, denn technisch gesprochen geht es hier ja eben gerade um die Internalisierung externer Effekte, die man hier erreichen will. Das zweite Instrument, wofür wir auch schon den rechtlichen Rahmen haben, was in der neuen Eigenkapitalregulierung angelegt ist, das ist der sogenannte antizyklische Kapitalpuffer. Also hier geht es nicht so sehr darum, größere Banken mit einem höheren Eigenkapitalzuschlag zu belegen, sondern der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Systemrisiken eben auch daraus entstehen können, dass viele kleine Institute gleichgerichtet sich in einem Konjunkturzyklus verhalten. Also wenn sozusagen viele kleine Institute ihre Kreditvergabe in einer Boomphase zu stark ausweiten, kein ausreichendes Eigenkapital aufbauen, dann kann es passieren, wenn diese Boomphase endet. Und das ist auch eine sehr, der ganz klaren Lehren, dass
wir immer wieder auch in eine Rezession geraten, dann kann es eben auch sein, dass dieses Eigenkapital, was dann nötig wäre, um Verluste aufzufangen, dass das nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Und um dann eben zu verhindern, dass sich die Institute dann auch wieder kollektiv aus der Kreditvergabe zurückziehen, werden eben zukünftig auch Zuschläge für das Eigenkapital verlangt, wenn wir eben in Boomphasen sind, um eben genau diesen prozyklischen Effekt zu verhindern. Und das dritte Instrument, was wir im Moment in Deutschland noch nicht, in anderen Ländern wäre es möglich, was wir in Deutschland im Moment noch nicht zur Verfügung hätten in unserem makropotentiellen Instrumentenkoffer, wenn Sie so wollen, das sind Instrumente, die dafür sorgen, jetzt nicht so sehr, dass mehr Eigenkapital im System ist, indirekt schon auch, aber die das Ziel haben, dass das System insgesamt ja einerseits eine bessere Fähigkeit hat, Verluste zu tragen. Das ist der Eigenkapitalanteil, der Puffer für Verluste. Aber diese Instrumente haben auch sehr stark das Ziel, dafür zu sorgen, dass es eine geringere Wahrscheinlichkeit gibt, dass Verluste eintreten. Das können Sie dadurch erreichen, dass Sie zum Beispiel sagen, es wird das Volumen begrenzt, das ein Kreditnehmer aufnehmen kann, relativ zum Wert einer Immobilie zum Beispiel, die finanziert werden muss. Das wissen wir auch aus der Erfahrung, dass sehr häufig Finanzkrisen mit Übertreibungen am Immobilienmarkt einhergehen. Die Bundesbank hat sich ja sehr, sehr häufig schon zu diesem Thema auch geäußert. Wir sehen im Moment keine Notwendigkeit, Immobilienmärkten in diesem Sinne einzugreifen. Wir denken aber schon, dass es notwendig ist, für den Fall, dass es hier zu einer anderen Einschätzung kommt, auch die entsprechenden Instrumente dafür zu haben. Aber das ist natürlich ein Thema, da muss man ein bisschen gucken, wo man das vorstellt. Ich glaube, vor einem Münchner Publikum können wir das durchaus noch diskutieren, wie im Moment die Einschätzung ist, ob wir Übertreibungen auf den Immobilienmärkten haben oder nicht. Das ist natürlich sehr stark regional auch differenziert in Deutschland. Das war ein sehr kurzer Überblick über die Instrumente, die wir zur Verfügung haben. Und stellt sich natürlich die Frage, müssten wir nicht diese Instrumente auch irgendwo international koordinieren? Oder das war ja genau das, worüber Sie eben gesprochen haben. Wie viel internationale Politikkoordination brauchen wir? Zunächst mal, um uns auch das nochmal in Erinnerung zu rufen, wir denken ja, und es wird häufig so dargestellt, als hätte die Krise zu einer stärkeren Fragmentierung der Märkte geführt. Das ist auch in der Tat so, wenn Sie sich mal diese blaue Linie angucken, das sind sozusagen preisbasierte Indikatoren dafür, wie stark die Märkte integriert sind. Und die sind in der Tat, daran gemessen ist die Integration jetzt in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen, steigt aber im aktuellen Rand auch wieder an und ist immer noch oberhalb des Niveaus, das wir vor etwa 20 Jahren hatten. Also wir sind immer noch sehr viel stärker integriert in Europa, als wir es vor 20 Jahren waren. Vermutlich kann man insbesondere hinten die gelbe Linie nicht richtig sehen. Das ist auf jeden Fall eine Linie, die ansteigt über die Zeit. Das sind mengenbasierte Indikatoren für Integration. Also da haben wir sogar einen Hinweis darauf, dass die Integration durchaus auch über die Krise hinweg angestiegen ist und nicht zurückgegangen ist oder der Rückgang sehr viel weniger stark ausgeprägt war. Also eigentlich unterstreicht diese Grafik nur das, was Sie alle vermutet haben. Wir leben nach wie vor in einer Welt, in der die Märkte sehr stark integriert sind. Ergo müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir diese Instrumente international koordiniert anwenden. Dazu haben wir in Europa eine ganze Reihe von neuen Institutionen geschaffen. Da die Zeit ein bisschen vorangeschritten ist, würde ich da etwas schneller drüber hinweggehen. Aber wenn Sie Interesse haben, können wir gerne drüber diskutieren. Vielleicht nur so viel an dieser Stelle. Es gibt in der Tat einen sehr starken Koordinierungs-Abstimmungsprozess innerhalb Europas, der aber nicht unbedingt bedeutet, dass alle dasselbe tun müssen, sondern alle verhalten sich nach demselben regulatorischen Rahmen. Und es gibt eine sehr intensive Diskussion darüber und auch die Notwendigkeit zu erklären, warum man denn nicht gehandelt hat, wenn es offenkundig Hinweise darauf gibt, dass es Schieflagen gibt. Also ich glaube, allein schon diese, Sie haben ja eben auch gesprochen über wirtschaftspolitische Beratung und Diskussion als ein Diskussionsprozess. Das ist natürlich auf europäischer Ebene immer ein bisschen mühsam, wenn viele Parteien am Tisch sitzen, aber das ist genau das, was in diesen Gremien passiert. Die Einzelheiten lasse ich hier vielleicht mal an dieser Stelle weg. Also vielleicht abschließend die Frage, gegeben die Kosten, die Krisen haben können, gegeben die starke Integration und die Möglichkeit, auch jetzt neue Instrumente einzusetzen,
Wie stark sollten wir denn jetzt international koordiniert vorgehen? Sollten wir sozusagen so lange suchen, bis wir die optimale Ausgestaltung der Eigenkapitalzuschläge oder der Politikinstrumente im Immobilienbereich, bis wir die gefunden haben? Ich glaube, die Antwort ist hier ganz klar, ja, die internationale Dimension ist entscheidend. Wir brauchen auch in gewisser Weise eine Diskussion, aber wir brauchen keine internationale Koordination in dem Sinne, dass nun alle das Gleiche anwenden und wir uns möglicherweise auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, der dann für die einzelnen Länder und die Struktur ihrer Finanzsysteme nicht passt. Aber wir brauchen eine internationale Zusammenarbeit in ganz zentralen Bereichen. Eins hatte ich eben schon indirekt genannt. Gerade die Banken, die international grenzüberschreitend tätig sind, die großen Banken, die müssen natürlich auch einheitlichen Standards unterworfen werden. Da gibt es im Moment eine sehr intensive Diskussion und Abstimmung, auch welche Mindestanforderungen an das Eigenkapital international tätiger Banken gelten müssen. Dass man dann auch im nationalen Ermessen darüber hinausgehen kann, was die Eigenkapitalzuschläge angeht, ist auch klar, weil eben die nationalen Gegebenheiten ganz unterschiedlich sein können. Ich glaube, wir müssen auch gerade in diesem Politikbereich, der so neu ist, der nicht in den älteren und auch nicht in den neueren Lehrbüchern so stark auftaucht, müssen wir auch sehr stark sehen, dass wir klare Berichtswege haben, Transparenz darüber schaffen, auch gegenüber der Öffentlichkeit, was wir hier tun, welche Maßnahmen hier ergriffen werden. Und ein letzter Punkt, der mir persönlich sehr stark am Herzen liegt, wir sind hier in einem Politikbereich unterwegs, mit dem wir wenig Erfahrung haben. Mit dem wir wenig Erfahrung haben, weil es diese Instrumente so bisher noch nicht gegeben hat. Handeln unter Unsicherheit bedeutet, dass wir auch Fehler machen können, bedeutet auch, dass wir mit dem Einsatz dieser Instrumente ganz andere Politikziele erreichen oder ganz andere Interessen hier dann auch eine Rolle spielen, als die wir ursprünglich intendiert haben. Deswegen glaube ich, müssen wir gerade hier in diesem Bereich, dürfen wir dann nicht sagen, na gut, dann handeln wir erstmal nicht und warten erstmal ab. Ich glaube, das kann auch gefährlich sein, das zeigen die Arbeiten von Brunnermeier und Schnabel, die ich eben zitiert habe. Aber wir müssen hier eben uns auch ganz klare Standards setzen, der Politik-Evaluation auch einen Politikprozess aufsetzen, der dann auch diese Maßnahmen wieder auf den Prüfstand stellt. Das setzt voraus, dass wir auch die entsprechenden Daten haben, um überhaupt diese Evaluierung vornehmen zu können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für internationale Zusammenarbeit und internationales Lernen von den Erfahrungen anderer. Also von daher, ich finde, hier schließt sich sehr schön auch der Bogen zu dem, was Sie, Herr Borchert, eben vorgetragen haben, die Frage der internationalen Koordination und der Abstimmung in diesen Gremien. An dieser Stelle möchte ich schließen, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir über den einen oder anderen Punkt noch diskutieren könnten. Vielen Dank. Ja, Frau Buch, vielen Dank für den Einblick in diese neue makroprudentielle Aufsicht. Jetzt würde man gerne Hans Möller dazu hören, zu der Frage, ob eben die Leute, die in diesen Aufsichtsgremien haben, dann, wenn die Blase sich entwickelt, auch wirklich den Mut haben zu sagen, es sei eine solche und die Sache zu bremsen. Denn dann macht man ja schöne Gewinne und dann haben sie enorme Widerstände. Ja, wir haben eigentlich noch 10 Minuten Zeit oder ich weiß nicht, es ist knapp, aber wir sollten die Gelegenheit nutzen, noch zu diskutieren. Aber vielleicht nicht unbedingt nur zu Ihrem Vortrag oder zu Herrn Borcherts Vortrag, vielleicht auch zu Möller. Ich möchte es mal offen lassen, ob jemand das Bedürfnis hat, sich zu äußern. Und von den Schülern jemand anderes, er möge vorkommen und kurz Stellung nehmen. Herr Bernholz. Ja, Frau Buch, ich habe 2 Fragen. Ans Mikrofon. Ich habe 2 Fragen. Das eine betrifft eben das Big to Fail. Wäre es da nicht sinnvoller, mit der Fusionspolitik diese großen Bankenzusammenschlüsse, die wir immer wieder erleben, zu verhindern von vornherein? Zum Beispiel in der Schweiz. Der Zusammenschluss von Bankverein und alter UBS hat, glaube ich, erst zu diesen großen Problemen geführt, nicht wahr? Gott sei Dank sind sie in der Schweiz gut gelöst worden, aber das war ja ein Glücksfall, nicht wahr? Die zweite Frage ist natürlich vielleicht noch etwas grundsätzlicher.
sich, wenn man weitgehende Regulierungen hat, die international ausgreifen. Je weiter sie ausgreifen, desto weniger Wettbewerb der Systeme hat man. Und die Folge davon könnte sein, wenn man Fehler macht, Sie haben ja auf die Möglichkeit von Fehler hingewiesen, dass sie umso katastrophaler sich auswirken. Dagegen, wenn die Länder im Wettbewerb stehen, dass man allmählich, wir wissen ja nicht, wie die guten Regulierungen so einfach immer aussehen, dass allmählich bessere Regulierungen durch den Wettbewerb der Systeme gefunden würden. Ja. Sehr gut. Ich wusste ja auch, dass ich unter den strengen Augen des Beirats hier heute spreche. Deswegen habe ich mir natürlich auch für solche, bin ich natürlich auch auf solche Fragen vorbereitet, die völlig richtig sind. Und das ist einer der Punkte gewesen, den ich versucht habe, schon anzudeuten. Zunächst zu dem Thema Too Big to Fail, Größeneffekte, Wettbewerbspolitik. Zunächst mal muss man sagen, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ich bin keine Wettbewerbstheoretikerin oder Politikerin, deswegen wäre es ganz interessant, sich auch mal genauer die Rolle auch der Wettbewerbsbehörden in Brüssel anzusehen, die ja gerade im Bankenbereich sehr stark dazu beigetragen haben, auch die Probleme auf nationaler Ebene hinzuweisen und auch Druck ausgeübt haben, dass eben implizite Subventionen auch der Regierungen abgebaut werden. Also von daher gibt es hier in der Tat eine sehr interessante Schnittstelle zur Wettbewerbspolitik. Die Schwierigkeit, die Wettbewerbstheoretiker oder Politiker an dieser Stelle jetzt haben, ist, dass sie sagen, ja, normalerweise finden wir das gut, wenn wir möglichst geringe Margen in einem Sektor haben. Das ist dann für uns ein Hinweis darauf, dass der Wettbewerb funktioniert. Im Bankensektor kann es gerade der Fall sein, dass, wenn die Margen gering sind, es besonders große Anreize gibt, Risiken zu nehmen, weil man eben versucht, sich noch über diese Risiken irgendwo mit dem Kopf aus dem Sumpf zu ziehen. Also von daher gibt es eine sehr spannende Diskussion in der Tat, gerade auch wenn es im Moment in Europa um die Restrukturierung und Abwicklung von Banken geht. Also das wird jetzt vielleicht, die Details würden ein bisschen zu weit führen, aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, über den man nachdenken muss. Es gibt natürlich jetzt aus Wettbewerbssicht auch diese ganz großen Vorschläge, dann müssen wir einfach die großen Banken zerschlagen, und das sind auch durchaus Diskussionen, die geführt werden auf internationaler Ebene, die, glaube ich, führen uns überhaupt nicht weiter, weil dann haben wir das nächste Problem, über das ich gesprochen habe. Viele kleinere Banken, die ein ganz ähnliches Geschäftsmodell haben, können genauso systemrelevant sein. Der zweite Punkt, Wettbewerb der Systeme, das war das, auf was ich eben versucht habe, kurz hinzuweisen. Ich glaube, es ist sehr gut, so wie wir es im Moment organisiert haben. Es gibt ja diesen Europäischen Rat oder Ausschuss für Systemrisiken, der nicht versucht, jetzt eine einheitliche Regulierung allen überzustülpen. Man sagt schon, das Regelsystem soll gleich sein, alle sollen irgendwo, die Eigenkapitalregulierung ist in Europa harmonisiert, so wie wir viele andere Finanzmarktregulierungen in Europa harmonisiert haben, aber die ganz konkrete Ausgestaltung einer wirtschaftspolitischen Maßnahme innerhalb dieses Rahmens, das setzen die nationalen Regierungen. Das ist auch übrigens, habe ich vielleicht eben nicht hinreichend betont, makropotenzielle Politik ist letztlich eine nationale Kompetenz. Es gibt Mechanismen auch über die Bankenunion, da auch natürlich europäisch vorzugehen, weil wir auch die Banken jetzt europäisch beaufsichtigen. Aber im Kern ist es eine nationale Kompetenz, ein nationales Politikfeld. Aber wir müssen uns erklären auf der europäischen Ebene, wenn man dort der Meinung ist, dass wir zu wenig tun. Und das halte ich auch für ganz sinnvoll. Das ist ja genau der Mechanismus, den wir vorher nicht gehabt haben. Man sitzt jetzt gemeinsam an einem Tisch und muss dann eben auch erklären, warum man Dinge nicht gemacht hat oder der Meinung ist, dass man nicht handeln sollte. Herr Nitsch, wenn Sie sich noch mal vorstellen, Sie sind Professor in Berlin, nicht? Und Möller-Schüler. Ja, Manfred Nitsch, Professor, Volkswirtschaftsprofessor in Berlin und am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, aber auch am Lateinamerika-Institut. Und ich würde gern auf 68, was 68 hier passiert ist an der Fakultät, mit zwei Zitaten von Hans Möller beginnen. Ich habe also bei ihm promoviert und am 1968 und war auch dann einer der ersten Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Fakultät. Und Herr Weichselberger sagte dann, wir haben zwar noch kein Statut, in dem die Studenten und die wissenschaftlichen Mitarbeiter Stimmrecht haben, aber ich zähle sie mal so mit und wer was dagegen hat, kann dagegen klagen. Und ich habe mir das dann in den Turbulenzen, die es in der Freien Universität in den 70er, 80er Jahren gegeben hat,
als Vorbild genommen, um, wenn es darum ging, in diesen Turbulenzen irgendwo Kurs zu halten, dann auch so zu verfahren. Was ich von Möller erzählen will, ist auch eine typische 68er-Geschichte. Er sagte nämlich zu mir, ein halbes Jahr vor der mündlichen Prüfung, als ich die Arbeit wohl mehr oder weniger abgegeben hatte über Kolumbien und Tunesien und die Entwicklungsplanung dort: Ein richtiger Volkswirt wird doch nicht aus Ihnen, denn ich war dem Diplom Handelslehrer gemacht und nicht den Diplom Volkswirt oder Diplom Kaufmann. Wollen Sie nicht oder können Sie nicht bei der Wirtschaftspädagogik mal gucken, was sich dort tut und eventuell dort weitermachen nach der Promotion? Und ich nahm das so, dass wir nannten das immer Giovanni Economics von Giovanni Heinemann, diese Art von Volkswirtschaftslehre mir tatsächlich nicht so gelegen hat, wie Joachim Heinemann die betrieben hatte, sondern etwas breiter. Ging zu dem Wirtschaftspädagogen Baumgart. Und er sagte zu mir: Ich weiß aus Ihren Beiträgen im Seminar, dass Sie nicht auf dem Boden der christlichen Soziallehre stehen. Er war ein vorkonziliarer Katholik und als geborener Protestant aus Norddeutschland war es mir jetzt auch ziemlich fremd gewesen. Und er sagte: Da kommt es überhaupt nicht in Frage, eine akademische Karriere zu fördern. Bums. Dagegen war genau 67, 68 die 68er-Bewegung angetreten. Ich ging dann zurück zu Möller und der gab mir dann einen Lehrauftrag hier am Fachbereich für Entwicklungsökonomie oder Ökonomie der Entwicklungsländer und fiel mit dem IFO-Institut Marquardt zusammen, der vor allem über Afrika arbeitete. Und 10 Jahre später, 1977, gab er mir offensichtlich ein gutes Gutachten, sonst hätte ich den Ruf auf die C4-Stelle Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichtigung der politischen Ökonomie Lateinamerikas wohl nicht bekommen. Und ich habe versucht, ein richtiger Volkswirt, wenn auch kein richtiger Volkswirt zu sein und als solcher zu lehren und jetzt auch noch als Emeritus ein bisschen aktiv. So viel zum Beitrag zur 67, 68 hier an der Fakultät. Vielen Dank, Herr Nitsch. Das war ja keine Frage. Kommt Gerhard Stahl, vom langjähriger Leiter des Ausschusses der Regionen in Brüssel. Frau Bruch, meine Frage ist an Sie gerichtet. Da ich meine Professorentätigkeit erst seit einem Jahr mache, kann ich also aus dieser Erfahrung noch nicht so viel beitragen. Ich kann ein bisschen was aus der europäischen Erfahrung beitragen. Und meine Frage an Sie ist, in Ihrem sehr interessanten historischen Überblick kommt eins nicht vor, nämlich der Systembruch, der sich durch die Einführung des Euros ergeben hat. Und meine Frage an Sie jetzt ist, darüber noch ein bisschen besser darauf einzugehen. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als der Euro eingeführt wurde, stellvertretender Kabinettschef des Kommissars für Wirtschaft und Währung. Ich kann mich also erinnern, wie viel Hoffnung damit verbunden waren, dass wir einen europäischen Finanzmarkt bekommen, wie viel Einschätzung darüber, dass ein nationaler Finanzmarkt mit einer Wirtschafts- und Währungsunion nicht vereinbar ist, damals diskutiert und auch politisch sozusagen auf den Weg gebracht wurden. Sie haben Ihre Präsentation ohne eine Diskussion über den Systembruch Euro vorgetragen. Deshalb hätte ich gerne dazu noch Kommentare, wie weit nationale Finanzmarktbetrachtung in der Wirtschafts- und Währungsunion nach wie vor Sinn machen. Herr Sinn, wie viel habe ich? Also eine Minute ist. Ich versuche es mal kurz. Genau, also es ist natürlich eine extrem relevante Frage. So ein kleines bisschen bin ich eben drüber hinweggehüpft, weil in der Tabelle, wo Sie die Institutionen gesehen haben, da verbarg sich noch eine ganz große Komplikation, die damit zu tun hat, wie verknüpfen wir denn jetzt die neue Bankenunion, die wir haben, die richtigerweise, wie ich denke, eingeführt wurde, um dafür zu sorgen, dass wir Risiken früher besser erkennen können nach einheitlichen Standards in Europa, dass wir auch bessere Instrumente haben, um Banken abwickeln und restrukturieren zu können.
Diese Bankunion ist aber natürlich eingeführt worden, nachdem wir diesen Ausschuss, aus dem ich eben berichtet habe, diesen European Systemic Risk Board geschaffen haben. Also das heißt, rein auf der institutionellen Ebene passiert hier im Moment extrem viel. Es müssen sich auch diese Gremien irgendwo koordinieren und entscheiden, wer denn nun was tun soll. Aber ich glaube, dass wir mit diesen Dingen auch einen ganzen Schritt weitergekommen sind, auch die Probleme erkannt haben, die wir natürlich zu wenig berücksichtigt haben in der ersten Phase des Euro. Ich glaube, das ist der eine Punkt, also zu wenig auf die Aufsicht, auch auf die Notwendigkeit einer zentralisierten Aufsicht zu achten. Der zweite Punkt, den mache ich jetzt nur ganz plakativ, weil wir nicht so viel Zeit haben, aber der zweite Punkt ist natürlich auch das Thema regulatorische Privilegierung von Staatsanleihen. Wir haben in unser Regulierungssystem einen Mechanismus eingebaut, der dafür sorgt, dass die Investitionen von Banken in Staatsanleihen des Euroraums nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssen und ausgenommen sind von der Großkreditrichtlinie. Das ist eigentlich ein Effekt, der hat indirekt natürlich was mit dem Euro zu tun, weil sich diese Privilegierung auf den Euroraum bezieht, aber es ist eigentlich ein regulatorisches Thema. Also deswegen muss man immer auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Schuld dem Euro zuschiebt, sondern das ist eine regulatorische Frage, die sind wir nicht angegangen in der Revision der Eigenkapitalregulierung nach der Krise. Wir setzen uns im Moment sehr stark dafür ein, das auf die regulatorische Agenda zu nehmen. Dann hat man uns gesagt, das ist völlig utopisch und ihr braucht gar nicht erst anzufangen, davon zu sprechen. Inzwischen bewegt sich da ein bisschen was. Also das vielleicht nur ganz kurz. Also ich glaube, man darf nicht wirklich dem Euro einige der Probleme hier zurechnen. Wir haben auch regulatorisch unsere Hausaufgaben nicht immer gemacht, was die Aufsicht angeht. Wir haben uns keine vernünftigen Mechanismen vorab überlegt, wie man denn mit Krisen umgehen will. Eigentlich wissen wir ja aus der Wirtschaftsgeschichte, dass Krisen passieren, aber wir haben irgendwo keinen Mechanismus gehabt, um damit umzugehen. Ich glaube, hier ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Das wäre wahrscheinlich nochmal insgesamt ein Thema für einen neuen Vortrag gewesen. Prima, vielen Dank. Wolf Walter, auch ein Möller-Schüler, langjähriger Leiter der Kommunikationsabteilung der Swiss Re. Also Möller-Schüler möchte ich jetzt nicht unterschreiben, aber nicht? Ich war Dauergast bei den berühmten Dienstagabend- oder Dienstagnachmittagsseminaren, wobei ich gestehen muss, ich habe sicherlich nicht die Hälfte verstanden. Aber was ich heute sagen wollte, Frau Professor Buch, ich habe ein paar Mal während Ihrer Rede gezuckt, weil an verschiedenen Stellen kam in meiner Wahrnehmung zum Ausdruck, Sie wollen Risiken minimieren. Da sind zu viele Risiken, dort sind zu viele Risiken, die müssen Sie rausschreiben. Und bei der Gelegenheit möchte ich erinnern, dass eben vor 30 Jahren Hans-Werner Sinn hier seine Antrittsvorlesung gehalten hat, Überschrift Risiko als Produktionsfaktor. Und ich habe diese Antrittsvorlesung mehr oder weniger zufällig wahrnehmen können, bin da sehr dankbar. Es war für mich als Rückversicherer hier in München ein Erweckungserlebnis. Mein ganzes Leben hat sich, oder das berufliche Leben zumindest, anschließend unter einer neuen Überschrift abgespielt. Die ganze Assekuranz hat damals gemeint, die Funktion der Assekuranz wäre es, Risiken zu vermindern. Das ist nicht der Fall. Die Assekuranz ermöglicht es, die Risiken im System zu erhöhen, natürlich klug angefangen und klug versichert und klug rückversichert, aber Risiko ist ein Produktionsfaktor und deswegen sollten Risiken willkommen geheißen werden. Und wir haben ja dann im Gefolge mit YG, dieser chinesischen Bezeichnung für Risiko, wo beide Elemente drin sind, Chance und Gefahr, sehr oft gesprochen und gearbeitet. Vielen Dank. Ja, das war auch keine Frage, brauchen wir nicht darauf zu antworten. Vielen Dank. hat jemand zu Herrn Möller noch eine Bemerkung? Zum Beispiel am Borchardt-Referat aufgezogen. Es gibt viele. Ne? Dann machen wir das draußen. Draußen gibt es jetzt einen Empfang, zu dem Sie alle herzlich eingeladen sind. Ein Teil von Ihnen ist auch zum Abendessen eingeladen, aber leider nicht alle. Und diejenigen, die zu der Gruppe gehören, sollten sich so kurz vor halb in Bewegung setzen. Das sollte ich hier noch mitteilen. Ansonsten danke ich jetzt den Referenten, Frau Buch, Herrn Borchardt, für diese fantastischen Vorträge.
die uns einen Einblick in die aktuelle Wirtschaftspolitik mitten in der Krise geben und einen Rückblick in die schwierige Nachkriegszeit, wo eben im wissenschaftlichen Beirat die Basis für die Nachkriegsordnung der Bundesrepublik Deutschland gelegt wurde. Das ist eine breite Spannweite und ich finde das gut, dass wir beide Sichtweisen hier heute zusammen haben, weil man beides irgendwie integrieren muss. Auch die alte deutsche Ordnungspolitik, die Möller vertreten hat, Eucken war im Beirat, die der Beirat überhaupt vertreten hat, im Hinblick auf die Anreizstrukturen sind natürlich wichtig, dass ein Risk Board in erster Linie darum also sich kümmert, dass in der Krise nichts kaputt geht, ist verständlich. Aber je mehr man da versichert kollektiv, desto schlechter sind die Anreize für die Beteiligten, weil man sich darauf verlässt, dass man dann schon rausgehauen wird. Und dieser andere Aspekt, ja. Gut, machen wir gleich. Also da gibt es noch viel Verbindungen, die wir diskutieren können. Jetzt darf ich Sie einladen zu einem Glas Wein draußen und nochmal meine Hochachtung vor diesem Lebenswerk von Hans Möller zum Ausdruck bringen und all jenen gratulieren, die seine Schüler sind.